Hallo und willkommen zum Videotutorial Publisher 2010. Diesmal geht es um große Plakate. Es ist auch möglich, mit dem Microsoft Publisher große Plakate zu machen, auch wenn man nur einen DIN A4 Drucker hat. Dazu geht man hier auf Datei neu und man sieht hier die Formate, die hier zur Verfügung stehen. Hier haben wir ein DIN A3 Format und wenn wir das hier erstellen, dann haben wir eben diese Größe. Ich fülle die mal mit einer Grafik. Und zwar auf die ganze Größe. Dann kann man genau sehen, wie der Publisher das dann genau macht. Also ich habe jetzt diese Fläche mit dem Bild gefüllt und wenn ich das hier drucken möchte, Datei drucken, dann sieht man hier, der Publisher verteilt das Ganze auf drei Blätter. Man würde also drei Blätter ausdrucken. Man kann dann hier die Ränder zuschneiden. Es ist ein kleiner Überstand auf den Ausdrucken zu sehen und die könnte man dann als Klebelaschen hernehmen. Wenn man eine weitere Plakatgröße definieren möchte, wir haben ja hier ein DIN A3 Format, dann geht es natürlich auch hier unter Datei neu. Sagt man hier weitere Formate für leere Seiten und dann auf Benutzer definiert. Und ja gut, was muss man jetzt eingeben? Man kann sich hier an die DIN-Formate halten. Wenn man hier ein DIN A2-Plakat erstellen möchte, das hätte dann die Größe 420 x 594. Dann müsste man eben hier diese neuen Formate eingeben, also diese neuen Maße. Ich mache das mal in Zentimeter, das wären dann 59,4 und die Höhe war 42 Zentimeter. Wir haben jetzt praktisch ein neues Format erstellt in DIN A2 Größe. Dann geht man hier auf Erstellen. Ich fülle das Ganze nochmal mit einem Bild, damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie groß das Ganze dann sein wird. Diesmal nehme ich mal die Wüste her. Bisschen über den Rand hinaus. Und wenn ich jetzt hier auf Datei und Drucken gehe, dann sieht man schon, jetzt kommen schon sechs Seiten raus. Alle haben auch wieder einen kleinen Rand, sodass man eine Klebelasche hat und dann muss man das Ganze eben entsprechend zuschneiden und man bekommt dann ein DIN A2-Plakat.